So, willkommen zurück. Nachdem ich eine Minute aufgenommen habe, die ich jetzt wie nennt man das, abschneiden muss. Wir sind dabei, hier Menschen zu befreien. Zwei Stück müssen wir noch und wir müssen auch über zwei Sachen möchte ich heute reden. Oder erzählen. Erste Sache, ich habe mir so einen Ingwer-Shot gekauft. Von so einem Drogeriemarkt, der nur zwei Buchstaben hat. Das sind dann 7 Shots in so einer Flasche. Erstmal verstehe ich die Skalierung nicht, weil da ist eigentlich auf dem Etikett immer so Tag 1, Tag 2, Tag 3, dass du mal so viel abkippen kannst. Aber Tag 1 bis 3 ist irgendwie zusammen. Also keine Ahnung, funktioniert das schon nicht richtig. Dann, nächste Sache, die ich erzählen möchte. Ich vertrage dieses Ingwer-Shot nicht so. Also eigentlich kann ich Ingwer-Shots trinken, aber der irgendwie wird mir davon schlecht. Das ist mir ein bisschen zu scharf im Moment. Und dann habe ich richtig auf gesund, ist mit Fanta Lemon gemischt gerade. Also holt man sich so einen Ingwer-Shot, um gesund zu leben, und dann mixt man sich das mit Fanta. Naja, die Fanta hätte ich auch sonst getrunken, das heißt... Oh shit. Die hätten sich wahrscheinlich eh im Bauch gemixt. Den da oben hole ich mir. Dann bin ich verdammt nervös. Nächste Sache, weil wir übermorgen auf ein Festival fahren. Aber eigentlich ganz, ganz früh. Also eigentlich ist so morgen Abend, muss alles gepackt sein. Ich will nicht, dass die da runterfällt, weil dann ist sie tot und ich kann die nicht mehr... Oh, fuck. Hau ab, hau... Ach nein, das ist so eine besondere... Oh, fuck, fuck, fuck. So, kann ich jetzt befreien? Ja, ihr seid perfekt. Aus Persephones Händen befreit. Und ja, deswegen heute den ganzen Tag fürs Festival eingekauft, geräumt, dann Auto schon halb vollgepackt, das ganze Camping-Equipment. Dann nehme ich denn einen Pulli noch mit? Ah, dann hätte ich zwei Pullis mit. Ja, falls ich einen voll schwitze. Obwohl, der ist eigentlich nur für abends. Wetter soll gut werden. Und ja, wenn ich da, nee, nehme ich doch nicht mit, weil wir nehmen nur eine Klamottentasche für zwei Leute mit, damit das alles ins Auto passt, weil wir so monsterfette Campingstühle haben, die so viel Platz wegnehmen. Und was weiß ich. Komplizierte Sache auf jeden Fall. Ich suche mal lieber hier oben nach einer Person. Und wir kamen, folgende Situation, wir kamen Montag vom Mittelaltermarkt zurück und fahren Freitagmorgen wieder auf dem Festival. Das heißt, wir hatten, Montag waren wir extra früh zurück. Also halben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir, um alles fertig zu machen. Morgen Abend bin ich noch verabredet, heißt, für mich muss nachmittags alles stehen. Dann, ich suche hier ein einfaches Opfer. Auch interessant, ich musste heute noch putzen, einkaufen mussten wir. Dienstag hatte ich auch noch, war ich auch noch den ganzen Vormittag vom Verein aus weg. Und ja, also da waren Kinderferientage und wir haben für die Kinder Training gemacht, 6 Stunden. Und deswegen war ich halt, konnte ich Dienstag auch nicht so viel machen. Oh fuck, ist er jetzt tot? Nein. Oh, bitte befreien. Ja, oh perfekt, ist geschafft. Also hatte ich auch nur den halben Dienstag. Und dann die ganzen Überlegungen. Ah, komm, Campingkocher, ah, komm, wir nehmen jetzt nur einen Topf. Ja, dann können wir nur Suppen und Ravioli machen. Aber wir essen ja auch im Festivalgelände. Dann haben wir noch so 5 Minuten Terrinen geholt. Und das muss es jetzt sein. Ach du Scheiße, wo stürze ich denn? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, dass ich auch jetzt hier davon die ganze Zeit rede, merkt ihr, nervös. Was wollte ich jetzt machen? Map. Ich wollte auf die Map. Ferrayas Zuflucht ist hier. Das heißt, hier muss ich jetzt... Machen wir es am besten da. Da müssten die meisten sein und dann können wir uns hier hin synchronisieren. Boah, das geht jetzt aber gut. Innerhalb von 4 Minuten 2 Leute. Ich habe nur... Ja, Leute, das schneide ich raus. Dieses HP-Drucker-Ding, keine Ahnung, was das sollte. Gut, dass der Drucker mich jetzt dran erinnert, wo ich gerade am Zocken bin. Super, danke. Ich hoffe, das lädt jetzt gerade. Das
scheint sich nicht mehr zu bewegen. Ach fuck, wartet kurz. Doch bitte jetzt, jetzt, jetzt. Ja, okay, es lädt weiter. Siehst du, das Spiel ist auch schon nervös. Ach so, hier geht das gar nicht so. Spiel speichern. Naja, diese Nervosität und dann dieser Ingwer-Shot waren auch keine gute Idee. Aber dann muss ich, will ich den natürlich noch leer kriegen bis dann. So, hier ist Stonehenge fürs Elysium. Hier sind die Sachen. Ach, hier, da sind wir, okay. Hier werden sie besonders. Immerhin habe ich schon alle Ziele und kann mich jetzt auf Einzelpersonen konzentrieren. Wie den da, den, den. Ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Vielleicht mache ich auch einfach den Typen, der da steht. Nee, ich mach den jetzt, komm. Los, 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 eh. Ach nein, jetzt ist er tot. Oh nein, ich wollte ihn doch nicht töten. Okay, vielleicht die Person da? Ja, die ist leichter. Und ja, befreien. So, das würde ich jetzt auch wieder erstmal speichern. Da ist der Ton okay. Ja. So, ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, ist jetzt auch schon... Oh nein, oh nein. Jemand hatte die Idee, dass ich Musik unter die Videos lege bei Zelda Breath of the Wild. Ja, kann ich gerne machen, aber habt ihr irgendwie eine Idee? Es gibt ja YouTuber, die legen so Musik drunter. Woher haben die die, dass das rechtlich erlaubt ist? Weil ich habe schon das Problem, manchmal bei dem Harry Potter Spielen oder so, bei der Hintergrundmusik oder auch hier, wenn da irgendwie so ein Song ist, der bekannt ist, so eine Melodie, dann steht da immer Urheberrechtsverletzung oder nicht unbedingt Verletzung, aber dass damit irgendwas ist und ich könnte das dann nicht monetarisieren. Nicht, dass ich überhaupt Videos monetarisieren möchte, aber ich hätte auch irgendwie Angst, dass das doof ist, dass ich dann gegen irgendwas verstoße, ein Urheberrecht oder so. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Aber an sich könnte man ja mal drüber nachdenken, wenn man so eine coole Melodie hat, die auch etwas länger ist, vielfältiger, nicht langweilig wird. Weil realistisch gesehen darf das auch nicht zu aufwendig sein, weil so viel Zeit habe ich einfach nicht in meinem Leben. Zeit zu zocken, ja, aber ich habe einen Job. Und ich schaffe das einfach nicht, die ganzen Videos dann so lange zu schneiden. Aber natürlich eine Tonspur mehr reinzulegen, gar kein Problem. Ich nehme eh mein Gelabere und den Game-Sound eh getrennt auf. Die muss ich dann eh mal zusammenführen, die Tonspuren. Dann kann ich das auch noch mit einer dritten machen. So ist es nicht. Nur jetzt dann noch die Szenen rauszusuchen, wo ich die Musik dann hinmache, das würde mir ehrlich gesagt, kann ich mal einzeln machen, aber... Nee, und weil ich halt so gerne zocke, kommen halt zwei Videos täglich, weil ich eigentlich alles, was ich zocke, aufnehme. Und das will ich dann halt... Oh nein, ist das so. Das möchte ich natürlich dann auch irgendwie zeigen. Deswegen mache ich das auch gerne. Und nehme das alles gerne auf, aber eher, weil ich dann auch weiterspielen möchte. Und sonst natürlich, wenn ich andere Videos mache, würde ich nicht so viele Videos bringen. Muss man ja nicht. Man könnte ja auch, sage ich mal, Abonnenten behalten mit einem Video am Tag. Oder drei Videos die Woche. Ist ja alles machbar. Erhebt euch! Persephone hat keine Macht mehr über euch. So, ja, bin ich jetzt... wie nennt man das? Tollkühn, überheblich. Und mach noch einen. Ich kann ja... immer wegspringen und speichern. So wie jetzt. Das war mir jetzt doch zu riskant. Jetzt würde ich lieber weggehen und speichern.
Ich habe mal hin. Oh, jetzt warte ich einfach hier. Nein, die kommen da. Oh fuck, die schießen mich ja noch ab. Was ist da denn los? Oh, ist das da Icarus da oben? Nee, wahrscheinlich einfach irgendein anderer Adler. So, weiter nach oben. Das kann ich immer noch nicht speichern. Jetzt warten wir erstmal. Gehen wieder grob da in die Richtung. Ach, jetzt bin ich bei der Marmorjungfer. Nee. Das ist doch hier nur Scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So. Kann ich jetzt einfach hier mich verstecken? Ja, ich kann immerhin speichern. 105 Stunden. Hatten wir schon. So, Wettervorhersagen jetzt fürs Festival. Sehr cool. Freitag, Anreisetag. Höchsttemperatur 24 Grad, aber also mit Wolken. Samstag 23 Grad, weniger Wolken und Sonntag 26 Grad. Ist auch machbar, dass man jetzt keinen Sonnenstich oder so bekommt, aber man kann coole Outfits anziehen. Weil es schon ja einigermaßen warm ist. Dass man tagsüber auf jeden Fall so kurze Hose, Rock, T-Shirt, Top anziehen kann. Sich abends mal einen Pulli drüber zieht. Lange Hose habe ich auch mit, aber weiß nicht. Und am Anreisetag ziehe ich auch einfach eine kurze Hose an, weil auch Zelt aufbauen, da wird man ja auch schwitzen. Oh, habe ich den jetzt direkt? Oh, geil. Geil, geil, geil. Ihr wart zu lange benebelt. Wacht auf und seid frei! Warte, ich habe nicht aufgepasst so vor mehreren Parts, aber was? Warum sind die denn überhaupt benebelt? Was war denn da los? So, ich würde jetzt gerne den da oben machen. Ah, den einen, da könnte ich auch machen. Ich mache den da oben. Ich muss halt welche machen, wo nicht so viele Leute in der Nähe sind. Am besten lange E drücken, so wie gerade. Ja. Den würde ich jetzt gerne versuchen. Nee, manche wehren sich besser. Ach, das ist auch wieder so ein... So, kann ich den einen jetzt nicht mehr befreien? Ist er doch gestorben? Ja, dann würde ich jetzt aber erstmal abhauen. So, wir haben 3 von 8, das ist schon mal gut. Geht's hier hoch, da rein, hier lang, da einmal hoch. Iphigenes Anwesen. Schade, da in der Runde hätte ich jetzt gedacht, könnte ich noch einen zweiten kriegen. Ja, okay. Versuche den. Warum wollen die mich alle umbringen? Okay, ich bringe sie halt auch um. Ach nein. Ja, eigentlich könnte ich mich jetzt auch töten lassen. Ja. Da hatte ich jetzt eh keine Chance mehr, aber egal. Ich habe ja gespeichert. So.
Jetzt dahin. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. So, jetzt hier hin. Den vorsichtig ehen. Bitte mach, dass der direkt geäht ist. Bitte befreien, bitte befreien. Okay, ich werde mir was anderes überlegen. Das hier ist ja gerade überhaupt scheiße. Praxis heißt er. Ja, super. Versucht die alle nur so ein bisschen. Oh, jetzt ist er natürlich tot. Okay, der eine ist nicht wirklich. Okay, ja, hab ich verdient, hab ich verdient. Hab ich verdient. So, jetzt hier runter. Nee, da mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt direkt auf die andere Seite. Ich habe jetzt gar keinen Bock. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Da waren nämlich dann wieder zu viele schon. Dann hole ich mir jetzt eher die Leute auf dieser Seite. Und sich da gut, dass es so groß ist, weil. Dadurch teilen die sich auch auf. Oh, das war jetzt irgendwie dumm, dass sie hier immer so ewig braucht, um zu springen. Ach, was denn jetzt passiert? Ja, oh mein Gott, es hat funktioniert. Ein Nippe. Soll ich noch jemanden versuchen? Ich weiß ja nicht. Ich probiere es mit der Prämisse, dass ich dann eventuell wieder abhaue. Die könnte ich versuchen, wenn die jetzt hier lang kommt, kann ich was auch immer die da macht. Oh Scheiße, die hat einen Toten gefunden. Nein, nicht gut, nicht gut. Hier sind schon wieder zu viele. Da unten ist noch eine Person. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Ach, schade. Nein, ich wollte ihn doch befreien. Da war auch am Ende irgendwie noch was übrig, aber wahrscheinlich, weil es so ein super Angriff war. Normalerweise hätte ich mich gefreut, wenn er so stirbt, aber es ist schon schwer, die nicht richtig zu töten. Sondern nur immer gerade so. So, hier kann man auch rausgehen. Dann speichern. Ich versuche irgendwie immer nach oben abzuhauen, dass ich über den bin. Wahrscheinlich wegen den Scharfschützen oder den Bogenschützen. So, 4 Stück habe ich.
Oh ne, hier mache ich am besten gar nichts, weil da sind schon wieder diese Statuen, die dann so erwachen. So, jetzt versuche ich den hier. Oh, bitte mach, dass der direkt ist. Nein. Erhebt ja, euch. Das hat funktioniert. Ich habe zwar das Gefühl, ich hatte den schon mal, aber vielleicht ist er da auch gestorben. Oh yeah, 5 Stück. 5 in 20 Minuten. Also im Durchschnitt alle 4 Minuten ein, ist eine Verbesserung. War ich schon mal schlechter. Also dieser Tipp, ich weiß nicht mehr genau, wer es in den Kommentaren geschrieben hat, aber mit dem benutzt Betäubungspfeile, der war richtig, richtig gut. Sollte ich auch direkt mal nochmal welche herstellen? Ja, hat jetzt natürlich nicht gespeichert, aber egal. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass ich nicht sterbe, dass ich jetzt hier wieder ein Opfer finde. Ah, ich wollte gerade sagen, langsam sind hier auch nicht mehr so viele, aber nee, hier sind doch noch einige. Den habe ich mir jetzt hier auserkoren. Ich hoffe, die anderen sehen das nicht. Ist der jetzt tot? Oder habe ich den schon befreit? Also, ich habe manchmal das Gefühl, man kann ihn vielleicht nur einmal befreien. Okay, wir hauen erstmal wieder ab und kommen dann nochmal neu. Folgen die mir immer noch? Ich glaube ja. Ja, doch, die sind ganz schön aufgeschreckt jetzt. Scheiße. So, dann gehe ich mal wieder komplett in die andere Hälfte der Bucht. Guck mal, ob hier noch welche sind. Hier könnte doch mal wieder jemand Wache laufen, oder? Ich glaube nicht. Sollen wir den einfach mal probieren? Nee. Da sind diese komischen Dinger bei. Den probieren wir auf keinen Fall. Ah, da schläft jemand. Da schläft jemand. Und da läuft jemand. Aber wir nehmen den, der da schläft. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Ich dachte kurz, das wäre offen, aber das war einfach nur sehr dunkel, die Tür. Ach, der schläft da nicht, aber kann ich den befreien? Ja, jetzt kann ich... Ach, guck mal, jetzt kann ich den befreien. Das ging nur vorhin. Das Elysion erwartet dich. Kann ich den jetzt befreien? Ah, da kommt Blut raus, das ist nicht so gut. Nee. Neue Quest. Warum jetzt neue Quest? Habe ich irgendwas geschafft? Können wir mal gucken. Ach so, ich habe jetzt überall die Macht geschwächt, glaube ich. Was sind das hier für Stories? Einmal kurz gucken. Und ich... 1, 2, 3, 4. Ah ja, interessant. Geht sofort weiter. Ich wollte speichern. Und ich mache direkt noch ein Part. Da mache ich dann die anderen beiden und weiter. Bis dann, tschüss.